So. Moin Leute, heute mal von zu Hause aus, noch zumindest. Wir haben ein wunderschönes Projekt, da freue ich mich schon echt lange drauf. Also holt euch einen Kaffee, jetzt geht's los. Bin gespannt. Heute geht es darum, wirklich noch den letzten Platz im Jeep auszunutzen. Und ich habe zwischen dem Heckausbau und der Heckklappe noch ganze 8 cm Platz. Die müssen natürlich auch ausgenutzt werden. Und dazu gibt es zwar von der Firma JCR Offroad solche Panels, die auf das Molle-System beruhen. Und Molle-System ist von der US Army entwickelt, glaube ich. Molle bedeutet Modular, Molle. Da kann man eben Taschen dran befestigen, davon gibt es auch Rucksäcke, dann kann man alles so modular da dran befestigen, wie Taschenmesser, Taschenlampe, dann größere Taschen, Erste-Hilfe-Kit und sowas. Und da es das bei uns hier in Deutschland gar nicht gibt und ich mir das auch nicht aus den USA importieren möchte, machen wir das aus Holz. Und dazu fahren wir nämlich jetzt gleich noch zum Tom. Tom ist ein alter eBay-Kleinanzeigen-Kontakt von mir von vor 5 Jahren oder so. Und der hat jetzt eine CNC-Fräsmaschine und dazu sitze ich gerade hier noch in einem Vektorprogramm, Adobe Illustrator nehme ich da, und muss noch ein paar kleine Änderungen machen, denn ich befürchte, dass Holz nicht ganz so stabil ist wie Metall, auch wenn es natürlich dicker ist. Deswegen mache ich jetzt noch ein paar kleine Änderungen für die Halter, dann schicke ich das dem Tom, der schaut sich das einmal an und wenn der sagt, ist okay, komm rum, dann machen wir uns auf den Weg. So, wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt beim Tom. Gucken, ob er da ist. Sollte eigentlich. Hallo? Ja. Tom? Darf ich reinkommen? Oh, ich muss mal natürlich auch meine Maske aufsetzen. Moin! Genau, lange nicht gesehen. Gerdung raus. Komm rein. So Leute, wir nehmen jetzt die Mundschütze ab. Wir haben genug Abstand, wie ihr seht. Genau, wir sind jetzt hier beim Tom. Wir sind bei dir zu Hause. Ich habe das große Glück, an dem Zuhause eine eigene Werkstatt zu haben. Und du hast auch schon so ein kleines Probestück gefräst, ne? Ich habe hier schon mal was vorbereitet, wenn man das sehen kann. Nachdem ich den Fräser eingespannt habe, die Höhenvermessung richtig zu machen, und habe dann so ein bisschen hier ins Bett reingefräst. Ja. Wird mich immer an dich erinnern in Zukunft. Und ist aber eigentlich kein Problem, weil das ist von der Basis her noch ausreichend, um darauf gut und ordentlich fräsen zu können. Letztendlich schraube ich hier sowieso rein, irgendwann muss das mal getauscht werden. Okay. Alles gut. Da bin ich ja beruhigt. Ja, kein Problem. Was ich ganz interessant finde, du hast mir, also ich kenne es ja nur, dass man mit einer CAD-Software arbeitet, also sprich, wir arbeiten mit Rhino, und du hast mir Illustrator war das? Genau. Das Ganze mit Illustrator geschickt. Gab es ein paar Probleme mit der Größe. Im Großen und Ganzen wird das exportiert und wird dann in Astralcam eingeladen. So sieht das Ding dann aus. Wir haben hier Lochbohrungen, die etwas größer sind. Wir haben Bohrungen, die 4 mm sind. Das entspricht dann letztendlich dem Fräserdurchmesser. Das muss man im Vorfeld alles noch händisch eingeben. Also es gibt zwar eine automatische Funktion, aber da würde ich mich nie hundertprozentig drauf verlassen. Sie ist eine gute Hilfestellung. Dann gibt es noch diverse Einstellungen, die ich hier zu tätigen habe, welchen Fräser ich benutze, wie der Vorschub ist. Das ist von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Da muss man sich einfach reinfuchsen. Was glaubst du, wie lange das Ding jetzt fräst? Also Astralcam sagt mir eigentlich relativ zuverlässig, wie lange die Fräsdauer ist. Noch nichts. Ach, ich habe noch keine Referenzfahrt gemacht. Das ist natürlich wichtig. Die Maschine weiß morgens nie, wo sie steht. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe die Maschine auf den G54, das ist jetzt sozusagen der Werkstück Nullpunkt, den ich dann gleich hier lege, gesetzt. Und was uns jetzt noch fehlt, ist die Höhenvermessung. Das Material wird dann natürlich gleich noch vernünftig festgespannt. Ich fahre das grob an und dann gehe ich auf H für Höhensensor.
Hier oben sagt mir Estelcam dann 14 Minuten 23. So still. Und dann ist, ich hab's so, die Zeit stimmte auch zu dem Zeitpunkt, weil die Maschine hat diese ganzen blauen Taschen komplett ausgefräst, was natürlich Quatsch ist. Tom hat es dann nochmal so eingestellt, dass der Fräskopf nur noch diese blauen Taschen umrandet hat. Und somit hatten wir dann eine Zeit von 6 Minuten 27 für das ganze Ding. Unfassbar. Ich habe es am Anfang auch nicht glauben können, weil sehr viele Ausfräsungen sind. Aber das sollte jetzt funktionieren. Die große Kunst des Sperrholzsägens. Du wüsstest, wie ich zu Hause meine Tischkreissäge einrichte, ne? Jeder so, wie er kann. Das sieht schon knapp aus. Ich glaube, du hast... Nein, ich habe ganz genau gemessen. Ich schneide jetzt 16,5 hier ab. Fertig. Das wird schon passen. Ökonomisch geschnitten. Ja, okay, wir vermitteln das einfach. Die Stellen, die dann immer hochgehen, die muss er auf jeden Fall befestigen. Ey, ich bin gespannt. Die Seite ist jetzt schon Premium. Da gehst du jetzt, also das sieht wirklich ja schon sehr gut aus. Und dann nimmst du dir letztendlich den Phasenfräser. Jetzt reißt du ihn immer noch so ein bisschen aus oben, die obere Kante. Das liegt aber am stumpfen Fräser. Wir nehmen gleich einen scharfen Fräser und dann sollte das eigentlich auch gegessen sein. Weil die Unterseite, die sieht einfach mega aus schon. Das war aber der Test. Und jetzt kommt das richtige Ding. Tom, wie sauber muss das denn sein? Quick and dirty. Quick and dirty, das ist gut. Dann bin ich fertig. Was sagst du, Tom? Ja, ist klar. Es ist natürlich immer vom Vorteil, wenn man mit scharfen Werkzeugen arbeitet. Ich meine, das ist die Rückseite, die ist dann, glaube ich, nochmal einen Tacken besser. Das ist aber auch bei einer Kreissäge so, ne? Ja, geil. Das ist nicht schief gegangen. Danke dir schon mal. Das ist ja, mega, gerne, geil. Gerne. Ich bin ja froh, wenn man damit auch mal was Sinnvolles machen kann und nicht nur so für einen Heimbedarf. Ja. Ich bin gespannt, wie du das integrierst in deinen Wagen, wie das in Funktion aussieht. Mhm. Wie gesagt, ich würde es hier noch ein bisschen phasen. Also wenn ihr Bock habt, besucht den Tom mal bei Instagram. Und wie das Ding, was wir gerade gefräst haben, bei mir am Auto aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, ich bin wieder zurück. Ich glaube allerdings, dass es heute noch regnen soll, auch wenn die Sonne gerade rauskommt. Dem Braten traue ich allerdings nicht. Ich räume die Garage jetzt auf, dann wird das Ding geschliffen und lackiert und dann montiert. Los geht's. So, und Tom meinte, man sollte jetzt die Kanten nochmal mit dem Fräser ein bisschen abphasen, glaube ich war das Wort, ich habe es vergessen, dass man hier an den Kanten nochmal entlang geht. Das machen wir jetzt auch noch, aber ich glaube, das machen wir lieber draußen. Kein Bock auf den Staub hier drin. Okay, was machen wir jetzt? Probefräsen. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, als wir noch diesen stumpfen Fräskopf hatten, hat er es einfach nicht richtig gut abgeschnitten. Gucken, ob ich das noch ein bisschen begradigen kann, aber das ist eh das Probestück, von daher. Okay, ich zeige euch das mal. Also die Kante habe ich gefräst, also dieses Viereck, das halt noch nicht. Es geht, ne? Es ist zwar sehr, sehr gering. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, dieses Kugellager, das ist dafür da, um die vorhandene Form zu kopieren. Wenn ich tiefer runtergehe, dann kann dieses Kugellager nichts mehr erfassen und somit fräse ich dann wild durch die Gegend.
Das heißt, viel tiefer kann ich gar nicht, aber müsste ich eigentlich, damit ich oben mehr wegnehme. Deswegen sage ich einfach, dass mir das genau so, wie es ist, reicht. Also ich fräse die jetzt einfach alle ab. Ein bisschen bringt es ja was und ja. So, jetzt seht ihr auch endlich mal, wo das Ding überhaupt hinkommt. Zwar wird das dann nachher genauso montiert, allerdings mit einem kleinen Abstand. Und deswegen gucke ich jetzt mal, wie breit dieser Abstand überhaupt sein muss. Ich glaube, so ein halber Zentimeter müsste ja fast reichen. Ich glaube, das müsste reichen. Ah, es wird immer kälter. Okay, los geht's. Zum Lackieren nehmen wir natürlich wieder dieses Duratex-Zeug. Aber wie mache ich das denn jetzt, wenn ich erst Kanten mache und die Innenkanten? Das ist ja alles nicht so einfach, das ist ja voll viel Arbeit. Zur Not halt erstmal alles mit dem Pinsel von innen. Vielleicht ist das sogar gar nicht so schlecht. Machen wir das. Das kann aber lange dauern. Zwischenräume sind jetzt schon mal gestrichen, hat jetzt auch nicht so lange gedauert, tatsächlich, wie ich dachte. Und dann lasse ich das erstmal trocknen und mache dann die große Oberfläche. So hoch, hoch, hoch. Ich habe jetzt so eine Alustange und daraus schneide ich mir jetzt Abstandshalter. Reicht das? Ich glaube, das reicht noch nicht mal. Das machen wir mal nur 6. So, die Kanten sind jetzt, glaube ich, schon so weit trocken, dass ich das einfach hier hinlegen kann. Das Zeug, das trocknet einfach auch super schnell, ne? Aber man muss tatsächlich dann auch, wenn man es so partiell macht, die überschüssige Farbe echt wegnehmen. Das muss ich jetzt hier auch nochmal machen, sehe ich gerade. Kacke! Ey, das ist so krass, das ist halt jetzt eine Stunde vielleicht, ist das getrocknet. Und man muss es jetzt schon mit dem Messer richtig abschaben hier. Das Zeug ist einfach mega. Also, ihr könnt mich gerne sponsern, habe ich nichts gegen. Wobei, jetzt habe ich auch alles lackiert, ne? Ist auch egal. Dann. So, das heißt, wir können jetzt hier die kleinen Abstandshalter schön schleifen. Und dann vielleicht sogar ein bisschen lackieren. Man wird sie nachher eh nicht mehr sehen. Aber für mein Gewissen möchte ich sie doch lackiert haben. So, und die Dinger werde ich jetzt einfach mit der Feile bearbeiten. Guten Tag. So, ich habe jetzt noch mal einen ganzen Tag gewartet, damit das Ding auch wirklich trocken ist, wenn wir das da anbauen. Aber der Postman war gerade da und hat was ganz Tolles gebracht. Der hat nämlich diese wunderschönen Kartons vorbeigebracht. Da kommen meine wunderschönen Dotz-Felgen rein, denn die habe ich verkauft. Zeige ich euch mal eben. Zack, eigentlich ganz schön. So, aber die dürfen jetzt jemand anders erfreuen. Grüße an Lorenz an der Stelle. Und genau, einpacken und weiter geht's. Es geht. Perfekt. So, und zwar wird das direkt hier in die Verkleidung geschraubt einfach. Also machen das zumindest die Amis das und dann mache ich das auch. Müsste eigentlich gehen. Wie hält es denn jetzt? I need help. Was ist los? So. Scheiße. Geht. Ich habe den High-Lift-Jack nämlich bisher eigentlich immer nur zweckentfremdet. Perfekt.
Aber ich bin überrascht, wie gut das dann doch hält hier an dem Scheiß. Und ich habe mir jetzt ein paar Taschen besorgt. Die haben wiederum vorne auch dieses System. Hier solche Schlaufen quasi. Und innen drin kann man halt 1000 Sachen reinstecken. So, die werden jetzt hier oben montiert. Rechts, links. Und zusätzlich habe ich hier noch solche Werkzeughalter. Quickfist, kennt ihr bestimmt auch. Die werden dann auch nochmal irgendwo hier. Dafür sind dann eben diese großen Löcher vorgesehen. Hier zwischen gemacht. Und dann kommt hier noch eine Axt hin oder eine Schaufel oder so. Mal schauen. Also die kommen da dran und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Das heißt, das kommt hier drunter und kommt hier wieder raus. Dann geht es hier in die Schlaufe. Zack. So. Und dann zieht man das hier fest. Und dann geht es wieder hier oben rein. Wieder runter. So, und dann ziehe ich das hier schon mal fest. Jetzt hier wieder hoch. Bisschen Spack ist es tatsächlich. Hätte ich vielleicht ein bisschen breiter machen sollen, die Abstandshalter. So. Ziehen. Am Ende haben wir dann hier so einen Druckknopf. Zack. Zu. Und dann verschiebt sich das auch nicht mehr nach vorne, nach hinten, links, rechts. Super. So, ich habe jetzt erstmal alles dran gemacht. Mega. Ich habe hier auch noch eine Funkgerättasche. So. Da werde ich wahrscheinlich eher eine Taschenlampe reinstecken oder so. Aber ich habe jetzt hier noch ein kleines Funkgerät. So, ich stecke das jetzt einfach mal hier rein. Kann ruhig ausbleiben. Zack. Geil, dann steckt das hier so drin. Und jetzt zeige ich euch mal eben, wofür das überhaupt genau ist. Da ist mein Heckausbau. Zack, und genau dazwischen landet der ganze Spaß. Das Ding ist auch fertig, geil. Step by step wird das Ding eine richtig geile Offroad-Karre. Offroad. Ja, ich fand es mega interessant beim Tom zum Beispiel. Auch geil, dass er uns das alles so erklärt hat. Ich habe das noch nie gesehen, wie sowas per CNC gefräst wird. Und auch mega geil, dass man sich das ja quasi auch zu Hause hinstellen kann. Wie bereits gesagt, schaut gerne mal auf seine Seite, Instagram. Blende ich gerne nochmal ein. Ansonsten auch in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr irgendwie Interesse an sowas habt, kommt gerne auf mich zu oder eben direkt auf den Tom. Mir fehlt eigentlich jetzt nur noch die Axt. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung für mich. Ich habe keine Ahnung, welche ich mir holen soll. Hauptsache, die passt hier irgendwie zwischen. Das sind jetzt hier 20, 40 etwa. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich bin raus und ciao.